Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Capitan of Industry. Ja. Ich musste leider so ein bisschen rumprobieren. Ich habe aktuell bei Capitan of Industry Probleme zum Aufnehmen. Ich weiß nicht so dran ganz genau, woran es liegt. Mal ist der Sound weg während der Aufnahme. OBS leckt, sobald ich rauszoome. Das tut er komischerweise auch nur bei Capitan of Industry. Ich weiß gerade noch nicht so ganz genau, woran es liegt. Ich habe so ein bisschen schon mal ein bisschen rumprobiert und gemacht und getan. Aber bis jetzt habe ich tatsächlich noch keine Lösung gefunden. Ich hoffe... ach, interessant. Okay. Okay, das ist interessant. Moment. Ich möchte mal ganz kurz was versuchen. Okay. Nee, aber das wird auch nicht besser. Okay, schade. Das wäre jetzt noch eine andere Möglichkeit. Ja, keine Ahnung, woran es liegt. Ich gebe mein Bestes, hier weiter aufnehmen zu können. Weil ich möchte noch ein bisschen zocken. Das Game macht mir wahnsinnig viel Spaß. Von daher muss es noch ein bisschen halten. Gut. Weiter geht's. Wo sind wir stehen geblieben? Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir hatten hier oben angefangen, nee, da unten angefangen, mit der Kernkraft. Hier. Und da fehlten ein paar Sachen. Und zwar, wir brauchen noch Yellow und Fluorwasserstoff. Da gucken wir mal, was wir da am besten machen. Also, Yellow. Gucken wir mal ganz kurz rein. Wir kriegen die Yellow in der in der Absetzkammer. Absetzkammer. So, wir bauen mal eine und gucken mal ganz kurz. Wir kriegen hier jetzt... Okay, warte mal, Flur brauchen wir auch. Okay, Moment, 9. Wir brauchen hier, das 2 sind 9, also brauchen wir 2 davon. Und wir bräuchten 0,7, also 3. Absetzanlage. So, 1 und 2. 3. Genau. Okay. So. Wir machen den nächsten Step. Ich hasse es. Ich hasse es. Könnte doch manchmal ganz, ganz gut laufen. Aber naja. Was soll's. Okay. Das ist fertig. Das ist fertig. Dann, ich glaube, ich habe wieder ein Problem, ne? Ja, ja, ist okay, alles klar, hat sich erledigt. Das bauen wir alles nochmal neu hier. Das bauen wir alles nochmal neu. Weil er wieder die kleinen blöden Belts genommen hat, die ich nicht will. Und zwar möchte ich, wenn schon die großen hier. Ob du das willst oder nicht. So. Okay. Und zwar frickeln wir das Ganze jetzt nochmal zusammen. Dann machen wir die Rohrleitung fertig. Die geht nach hier oben. Dann nach da. Dann nach hier. Nein. Hier. So, jetzt darfst du runter. Das kommt hier hin. Das kommt dorthin. Das kommt dahin. Okay. Das hier. Das da. Brauchte ich zwar eigentlich nicht, aber ist egal. So. Zerkleinert Uran. Zerkleinert Uran. Zerkleinert Gestein.
Hier haben wir übrigens Säure anliegen. Wait a minute. Wait a minute. Braucht hier irgendjemand nicht Säure? Ach ja, die. Ja, gut. Dann können wir es ja direkt benutzen. Geil. So, damit habe ich jetzt... Das habe ich jetzt gar nicht in Betracht gezogen. Ich weiß gar nicht, ob die alle Säure brauchen. Ja, brauchen alle Säure. Okay, dann braucht der jetzt Uran und der braucht Gestein. Heißt also, wir machen hier... ein großes hin für Uran und ein kleines für Gestein, weil ich glaube, das Gestein dürfte jetzt nicht das Problem sein. Ich glaube, das Gestein dürfte nicht das Problem sein. So, das kommt dann hier mit dran. Okay, so. Uran. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, ne? Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das Uran müssen wir nämlich erst nochmal klein hacken. So, warte mal. Das kommt nochmal weg. Dann können wir das nochmal wegreißen. Schnell entfernen. So. Okay, ich weiß nicht, was er jetzt hier möchte, aber okay. Passen da die Autos durch? Ich hoffe doch. Okay, scheiß drauf, werden wir dann rausfinden. Okay, das. Wir brauchen hier nämlich zerkleinertes Uran. Uran. Mit zerkleinertes Uran. Brecher, Uranerz. Fertig. Okay. Also, Uranerz, Uranerz. Und vollhalten. Hier kommt Gestein rein. Und vollhalten. Dann hätten wir gerne einen Brecher. Einen großen Brecher hätten wir gerne. Und zwar den stellen wir dann hier hin. Das reißen wir nochmal ab. Das auch. Das auch. Und das reißen wir ab. Und das reißen wir ab. Okay. Was plant er denn da? Der kommt dahin. Der kommt dahin. So, okay, fertig. Auto off. Da machen wir den Auto off. Du kriegst Schlagge raus. Du kriegst giftigen Schlamm raus. Die Schlagge könnten wir doch eigentlich dort einfügen, oder? Wait a minute. Kommen wir denn da irgendwie hin? Ohne, dass wir hier irgendwas... störend? Ne, eigentlich nicht, ne? So. Okay, und den giftigen Schlamm tun wir exportieren nach hier oben, oder was? Giftiger Schlamm, was machen wir denn damit? Schlamm. Ups. Das war die falsche Taste. Schlamm. Giftiger Schlamm. Giftiger Schlamm, filter mal die Sohle, Wasser. Und Schlagge. Okay. Wir müssen jetzt erstmal Uran irgendwo finden. War hier nicht die Möglichkeit... Kohlemine? Kohle. Irgendwo konnte man doch hier...
Oh, hier ist noch eine Ölbohrinsel. Die könnten wir eigentlich uns versuchen. Quarz. Öl ohne Öl. Aber jetzt, warum ist denn hier so viel drin? Warum ist hier so viel drin? Und warum wird es nicht abgeholt? Interessant. Siedlung. Die Siedlung. Achso, hier wollten wir dann tauschen, ne? Handeln. Stimmt. Da war ja was. Aber das suche ich alles nicht. Quarz? Nein, ich will das nicht besuchen. Ich fahr wieder zurück. Kohle. Steinwerk. Warum will man denn Steinwerk machen? Kohle. Kalkstein. Öl. Quarz. Hä? Da. Dich habe ich gesucht. Okay. Dich habe ich gesucht. Dich habe ich doch gesucht. Okay, da wir es gefunden haben, brauchen wir jetzt natürlich eine neue Haltestelle für Bus und Bahn. Haha. Was nehmen wir denn da? Ich will mal gerne wissen, wo der Öltransporter hin ist, ey, ganz ehrlich. Kann keine Fracht entladen. Der hat 500 Fracht ausliefern. Okay. So, dann haben wir den unterwegs. Hier oben war ja noch einer frei, oder? Genau. Hier wäre einer frei, aber den können wir ja nicht benutzen, weil wir hier nichts dran bauen können, sonst wäre hier alles blockiert. Scheiße, wir haben keinen Platz. Was ist denn hier passiert? Okay, interessant. Ich verstehe gerade den Sinn hier nicht. Ich bin ehrlich, ich verstehe gerade den Sinn hier nicht. Hat der das abgeholt hier? Nee. 3000 noch was sind drin. 4, 8, 12, 16. Er müsste das doch eigentlich abholen, oder nicht? Okay, wir müssen gleich mal gucken. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Aber im Regelfall müsste er direkt wieder losfahren. Okay, er macht. Alles klar. So, er ist am Zusammenfrickeln. Wir fahren wieder nach Hause, weil wir hier nichts brauchen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir das Uran da oben wegbekommen. Ja, das ist gut. So, die Pause machen wir mal weg. Wir haben minus einen Arbeiter. Wir haben auch zurzeit wenig Einigkeit. Luftverschmutzung. Okay. Haben wir denn noch Platz in unseren Häusern? Nein, okay. Wir haben tatsächlich auch keinen Platz mehr in unseren Häusern. Das ist natürlich auch kacke, ne? Können wir das bitte bevorzugen? Dankeschön. 4600 Mann haben wir. 4600 Mann. Ich bin gerade am Überlegen. Punkt 1, wir brauchen, glaube ich, noch einen Ölfrachter. Punkt 2 ist, wir brauchen hier auf jeden Fall irgendwo Platz. Bin ich schon am Überlegen, ob wir hier nochmal was hinbauen. Dass wir hier aufschütten. Also das Landstück hier.
dass wir maybe hier noch eine hinbauen können. Also noch so ein Lader. Wir bräuchten eigentlich zwei Lader. Einmal für Öl, weil ich glaube, hier schafft das eine Schiff, das auf keinen Fall alles wegzumachen. Und vor allem, wir hätten ja hier oben tatsächlich noch eine. Die haben eine Stärke von 610. Wie viel haben wir? Was hat denn unser Schiff für Stärke? 560. Okay, wir haben aber überall. Das Beste, was es geht. Okay. Forschung. Vielleicht könnten wir darüber nochmal was machen. Warte mal. Wir sind so oder so die ganze Zeit nicht am Forschen, komischerweise. Schiffsmotor. Bringt mir halt gar nichts, aber das da bringt mir was. So, machen wir das einfach mal an. Okay. Tap. Tja. Ich bin gerade noch am Überlegen, wie wir weitermachen. War gerade voll auf dem Holzweg irgendwie. Also ich wüsste, wie wir weitermachen müssen. Das ist jetzt nicht das Problem tatsächlich. Upsala. Aber es macht gerade keinen Klick. Also dieses, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bräuchte halt Frachtdepot. Die Frage ist halt, könnten wir das überhaupt hier hinbauen? Oder blockieren die sich gegenseitig? Ich kriege aber auch keine Fehlermeldung. Auch scheiße, ne? Ich kriege halt auch keine Fehlermeldung, warum ich es hier nicht hinbauen könnte. Oder darf. Aber hier blockieren die sich ja auch nicht gegenseitig. Hier, er ist ja auch da, hier ist einer. Also ich glaube, wenn wird es ja hier nur sein, dass es zwecks dem Boden nicht funktioniert. Würde ich jetzt sagen. Okay, warte mal, wie können wir das denn jetzt beschleunigen? Hier machen wir aus. Das machen wir aus, hier machen wir aus. Haben wir noch irgendwo was? Hier machen wir so oder so aus, hier ist er nämlich fertig. Dann hat er nämlich jetzt nur noch da unten die Fläche. Also und den... Und die Brücke. Aber die Brücke machen wir auch aus. Somit hat er eigentlich nur noch hier unten, wo er hinfahren muss. Und damit dürfte das relativ schnell gehen. Vielleicht sollten wir das wieder so ein bisschen noch erweitern hier. Also, dass wir das wirklich komplett ummachen. So. Entschuldigung. Ich habe wieder die falsche Auswahl getroffen. Weil die LKWs dürften eigentlich alle hier runterfahren können. Fahren sie auch schon. Also da kommt jetzt gerade richtig was an. Ich hoffe, das funktioniert. Das Ganze müssten wir eigentlich hier unten auch nochmal irgendwo machen. Was sind das hier für Kluften? Ne? Zwecks für Uran. Oder wir machen hier. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Aber hier ist halt scheiße, weil wir hier gar keinen Durchgang mehr haben. Okay, erstmal das hier fertig werden lassen und mal gucken, ob es funktioniert. Bringen die da gerade Müll? Nein, okay, es sind Gestein.
Mal gucken, wie schnell. Also, ja doch, das geht jetzt super schnell. Das geht jetzt, glaube ich, super, super schnell. Jojo, da mache ich mir keine Gedanken. Da dürften wir jetzt gleich fertig sein. Okay, da wir das mehr oder weniger dran sind, gucken wir mal ganz kurz andere Baustelle. Der ist... Ja, können wir nichts machen. Die sind alle okay. Was spielt er sich hier eigentlich die ganze Zeit? Ne, hier läuft aber auch eigentlich alles. Ist die Produktion hier, beziehungsweise... Ne, ist auch noch nicht fertig. Und die... Das Haus ist auch noch nicht fertig, richtig? Ne, alles klar. Alles noch nicht fertig. Alles noch nicht fertig. Na gut. Ich sage aber bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Folge wieder begrüßen können. Und ich wünsche euch bis dahin einen schönen und angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.